Hey, hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen. Heute geht es um den kontinuierlichen Verbesserungsprozess und warum ja du in deinem Business ja darauf achten solltest. Fällt mir ein Witz dazu ein, und zwar treffen sich zwei Unternehmer und der eine berichtet ganz stolz dem anderen, dass bei ihm alle Mitarbeiter pünktlich sind. Und der andere Unternehmer fragt dann: Mensch, wie machst du das, dass alle Mitarbeiter bei dir pünktlich sind? Und dann berichtet der Unternehmer voller Stolz: Du, das ist ganz, ganz einfach. Und zwar, ich habe 150 Mitarbeiter, aber nur 90 Parkplätze. Und das beschreibt eigentlich den kontinuierlichen Verbesserungsprozess ja wunderbar, wie ich finde, weil letzten Endes geht es ja immer darum, im Geschäftsleben Lösungen für gewisse Problemsituationen zu entwickeln. Und da sind wir auch schon im Thema drin. Business ist ja, egal ob du jetzt Online-Marketing oder Network-Marketing machst oder beides in Kombination, es ist ja kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Ja, das heißt, du fängst ja nicht heute an und bist morgen am Ziel, sondern du begibst dich ja, wenn du heute dein Unternehmen gründest, auf eine Reise, in der du dich persönlich entwickelst, aber auch dein Geschäft bestmöglich entwickeln willst, sodass du die Ergebnisse erzielen kannst, die du eben halt erzielen möchtest. Und da ist es einfach wichtig, sich immer wieder zu verbessern, immer wieder sein Business zu verbessern, die Arbeitsabläufe zu verbessern, immer wieder auf Probleme, Herausforderungen, Lösungen zu finden. Und da ist eben ja der kontinuierliche Verbesserungsprozess unumstößlich, sage ich mal. Und beim kontinuierlichen Verbesserungsprozess hast du im Prinzip vier Schritte. Das heißt, also ich würde an deiner Stelle immer von hinten anfangen. Das heißt, ich würde mir, wenn ich jetzt heute mir Gedanken machen würde, nochmal Network Marketing zu starten und drüber nachdenken würde, loszulegen, dann würde ich mich fragen: Mensch, wie soll denn das Endziel aussehen? Was möchte ich denn tatsächlich erreichen? Ja, wie soll denn das Ganze aussehen? Und dann im zweiten Schritt würde ich mir dann die Frage stellen: Mensch, wie soll ich das erreichen oder wie will ich das erreichen? Also welches Arbeitssystem möchte ich haben? Wie möchte ich jetzt heute beginnen, ja, und wie soll das Ganze funktionieren? Wie will ich im Idealfall mein Endziel erreichen? Und dann kommt eben der dritte Schritt, dann diese Maßnahmen, ja, oder beziehungsweise zu den einzelnen Punkten Maßnahmen erarbeiten und die Maßnahmen dann natürlich logischerweise umzusetzen. Welche Probleme können entstehen? Welche Probleme tauchen gerade auf? Wie können die Probleme gelöst werden? Wie kann ich das Ziel erreichen? Welche Maßnahmen führen zum Ziel? Und dann geht es immer darum, diese Maßnahmen dann auch gleich umzusetzen und immer wieder zu kontrollieren: Mensch, wie weit bin ich denn auf diesem Schritt? Ja, funktioniert es so, wie ich es mir vorgestellt habe? Muss ich korrigieren? Ja, also das heißt, du musst dann auch immer die Ergebnisse messen. Und da kann ich dir einen kleinen Tipp geben: Leg dir einfach so ein kleines Excel-Sheet oder ein Google-Sheet an. Ich habe immer so ein Google-Sheet, und immer wenn ich eine Maßnahme verändere oder wenn ich einen neuen Schritt plane und diesen dann umsetze, dann notiere ich mir den mit Datum, ja, und ich weiß dann also auch im Prinzip in einer Woche, zwei Wochen genau, welchen Schritt ich umgesetzt habe. Ja, also das System, ja, das Arbeitssystem funktioniert ja bis zu diesem Punkt, entweder gut oder mäßig oder schlecht. Und dann machst du ja eine Veränderung. So, und jetzt musst du natürlich wissen, welche Veränderung bewirkt dann welches Ergebnis. Und da ist dann halt sinnvoll, wenn du dir ja einfach so eine kleine Tabelle oder ein Notizbuch anlegst, wo du einfach die Veränderungen, die du vornimmst, dokumentierst, weil dann kannst du nämlich eine Woche später noch sehen, okay, welche Veränderung hat welches Ergebnis dann dementsprechend bewirkt. Ja, also ganz, ganz wichtig. Und wenn du dann gemessen hast und du hast dich verbessert, prima, falls nicht, wo muss noch nachgearbeitet werden? Das heißt, es geht dann immer wieder darum zu fragen: Okay, wo will ich hin? Welche Schritte kann ich jetzt unternehmen? Welche Dinge kann ich oder welche Prozesse kann ich optimieren? Gut, und ein ganz, ganz einfacher Prozess, wie du im Network Marketing neue Teampartner aufbauen kannst, ja. Das heißt aber nicht, dass es ohne Arbeit geht, sondern es ist ein simpler Prozess, aber auch diesen Prozess muss man natürlich lernen und man muss natürlich auch Erkenntnisse sammeln, ja, um dann stetig seinen Prozess quasi auch optimieren zu können. Ja, das ist im Prinzip, wenn du beginnst, Traffic, Besucher, ja, oder beziehungsweise Reichweite dir aufzubauen, um dann Traffic, also Besucher, auf eine sogenannte Landingpage oder Lead Capture Page, Opt-in Page, wie auch immer du es nennen willst, zu leiten, ja, und dort gibst du ein spezielles kostenloses Angebot genau für die Zielgruppe, also die Menschen, die du in deinem Team haben willst, ja, und
machst im Prinzip dort ein Angebot, welches kostenlos ist und wo die Leute einfach nicht ausschlagen können. So, was passiert, wenn ich heute ein Problem habe, zum Beispiel ich möchte online Geld verdienen, ja, und ich begebe mich auf die Suche, ich stoße jetzt irgendwo über einen Tweet oder über irgendeinen Beitrag von dir oder über eine Werbeanzeige, wie auch immer. Und du sprichst jetzt mein Problem an. Ja, also du bietest mir eine Lösung für das, was ich suche, beziehungsweise für das Problem, was ich habe. Dann klicke ich drauf, komme auf diese Seite und dort und gibst du mir das Angebot, ja, dass ich kostenlos den nächsten Schritt gehen kann. So, also werde ich das ja tun und das heißt, ich werde meine Kontaktdaten dort hinterlassen, zumindest mal die E-Mail-Adresse. Das heißt, ich trage mich ein und fordere mir zum Beispiel eine Business-Präsentation an oder ich sehe mir dann das Webinar an, ja. So, und in diesem Business, in dieser Business-Präsentation, in diesem Webinar werden ja dann die Interessenten quasi vorinformiert. Das heißt, es wird konkret erklärt, um was es geht. Und dann haben die Besucher dieses Webinars oder dieser Business-Präsentation eben die Möglichkeit, Kunde zu werden, Geschäftspartner zu werden oder, was auch sehr häufig vorkommt, dass sie sich jetzt ad hoc noch nicht entscheiden. Und jetzt ist es so, dass viele ja ab diesem Bereich oder ab diesem Punkt dann schon aufhören. Ja, so und da fängt aber die Arbeit erst an. Das heißt, wenn du dann E-Mail-Marketing nutzt, ja, um regelmäßig nachzufassen, um immer wieder präsent im Kopf zu bleiben, weil es kann ja sein, dass zum Beispiel am Anfang des Jahres jemand sagt, Mensch, also irgendwie fühle ich mich nicht so richtig wohl in meinem Job. Ja, aber der ist jetzt noch nicht so oder sie ist noch nicht so weit, um jetzt die Entscheidung zu treffen, den Job zu kündigen, was anderes zu machen. Sie ist auch noch, oder die Person ist auch noch nicht bereit, jetzt irgendwelche weiteren Schritte zu unternehmen. Aber sie möchte sich vielleicht über Optionen schon mal vorab informieren. Ja, so und ja, und diese Person trägt sich dann ein, wird aber jetzt noch nicht starten. So, und wenn du jetzt nicht dran bleibst, dann gerätst du in Vergessenheit. So, mit E-Mail-Marketing, ja, kannst du einen Prozess aufsetzen, der 30, 60, 90 oder 365 Tage geht oder noch länger, ja. Und diesen Prozess kannst du einmal aufsetzen, ständig erweitern, sodass du immer wieder im Bewusstsein dieser Person bleibst. Und dann vielleicht ein halbes Jahr später kommt bei der Person die Kündigung oder sie ist so frustriert oder möchte einfach jetzt die Veränderung, die sie schon in den Gedanken hatte, jetzt umsetzen. Und dann ist jetzt die Frage, wer ist Ansprechpartner Nummer eins? Und da, wenn du im Gedächtnis bleibst, dann hast du die besten Chancen, ja? So, und deswegen ist E-Mail-Marketing eine sehr, sehr gute Möglichkeit, eben das nochmal zu verstärken und deine Ergebnisse zu verbessern. So, und wenn du diesen Prozess aufgesetzt hast, dann geht es immer darum, das ist das Schöne an diesem Prozess, du kannst jeden einzelnen Step hier messen. Du kannst also sehen, wie viele Besucher hattest du auf deiner Landingpage, wie viele Besucher haben sich die Geschäftspräsentation angesehen, haben das Webinar besucht, wie viele Personen sind in deiner E-Mail-Liste, wie viele Personen haben die E-Mails geöffnet, gelesen, Links geklickt und so weiter. Das heißt, jeder Step in diesem Prozess ist maximal nachvollziehbar und gibt dir die Möglichkeit, dann dementsprechend zu planen und zu schauen, okay, in welchem Step funktioniert der Prozess noch nicht richtig, ja? Und so kannst du wunderbar diesen Prozess immer weiter optimieren. Ist es einfach? Am Anfang sicherlich nicht, ja? Also du wirst auch hier wie bei allem im Leben nicht drum rumkommen, die Arbeit zu tun und das Ganze zu erlernen. Aber es lohnt sich definitiv, weil dann kannst du im Prinzip einfach durch Werbeanzeigen das Ganze immer größer und größer machen, wenn du das denn möchtest. So, und was brauchst du denn dazu? Zum einen ist es natürlich so, du brauchst die richtige Software, ja, also wenn du heute online arbeiten willst, im Prinzip kann man ja dieses System hier, ja, auch offline machen, ja. Das hat ja nichts jetzt mit online und offline zu tun. Es geht mir jetzt einfach nur darum, diesen Prozess zu verstehen. Und ja, ob du das jetzt offline oder online machst, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass du weißt, wo du in deinem Prozess gerade Verbesserungs- oder Optimierungspotenzial hast, ja. So, und was brauchst du, wenn du das Ganze online machen willst? Du brauchst also die richtige Software, mit der du Marketing betreiben kannst, wo du ja deine Webseiten designen kannst, ja, wo du E-Mail-Marketing betreiben kannst. Und dann ist es
Wenn du Network Marketing betreibst, natürlich wichtig, dass du da auch das richtige Partnerunternehmen hast, damit langfristiger Erfolg ja garantiert ist. Weil eins möchtest du nicht, möchtest nicht alle 2, 3 Jahre woanders anfangen, weil jedes Mal, wenn du neu anfängst, musst du ja die Aufbauarbeit wieder mit einkalkulieren, plus die Zeit, die du verloren hast. Das heißt, bis dann die Duplikation erstmal eintritt, dauert es ja auch immer ein kleines Stückchen, ja, beim einen schneller, beim anderen etwas länger. Aber das möchtest du nicht, sondern auch hier solltest du dich wirklich entscheiden für das Partnerunternehmen, mit dem du in die Zukunft gehen willst, wo du 100% davon überzeugt bist, wo du sagen kannst, jawohl, die Produkte, die schaden niemanden, die kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen, dafür muss ich mich nicht schämen, ja, das ist alles überhaupt kein Problem. Und dann kannst du loslegen, ja. So, und dann geht es nur noch darum, dich wirklich darauf zu konzentrieren, dass du in deinem Arbeitsprozess immer besser und besser wirst. Das schaffst du durch Fokus, ja, und dass du halt mutig und mit Beharrlichkeit deinen Weg gehst. Und was dann noch on top nicht schadet, ist, wenn du einen Mentor hast, ja, also eine Person, die dir Schritt für Schritt zeigt, was jetzt als nächstes zu tun ist und wie du es genau zu tun hast. Ja, weil wenn du 20 Leuten ein Video gibst, dann werden 20 Leute immer was Unterschiedliches sehen. Ja, weil jeder die Welt einfach anders wahrnimmt. Und ein Mentor kann dir nochmal helfen, das, was du gesehen hast, richtig einzuordnen und dir nochmal ganz konkret auf die Fragen, die noch offen sind, ja, oder auf die, ja, oder vielleicht auf den falschen Denkanstoß, den man auch dann vielleicht hat, ja, das Ganze nochmal zu korrigieren und dich einfach in die richtige Richtung zu führen, sodass du so schnell wie möglich ans Ziel kommst. Und das Schöne ist, ja, wir haben alles im Prinzip für unsere Partner vorbereitet. Das heißt, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich bin bereit, mich kontinuierlich zu verbessern. Ich bin bereit, mit Engagement, ja, loszulegen, wenn du sagst, jawohl, mir ist klar, dass es ohne Arbeit nicht geht, ja, sondern dass man natürlich auch erstmal die Ärmel hochkrempeln muss, bevor man passives Einkommen generieren kann. Dann lade ich dich gern ein. Unterhalb des Videos findest du weitere Informationen. Ich lade dich ein, schau dir die Informationen einfach an, ist alles kostenlos. Es ist alles vorbereitet. Wir haben für unsere Partner die Webseiten, wir haben die Sales Funnels, wir haben das E-Mail-Follow-up. Es ist alles da. Ja, du musst im Prinzip nur loslegen, das Ganze einrichten, umsetzen und dann kannst du starten. Ja, natürlich wirst du bei uns auch Step by Step eingearbeitet und wenn du mit mir startest, ja, zeige ich dir Schritt für Schritt, was du genau tun musst und vor allen Dingen, wie und auf welche Art und Weise du es tun musst. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Weitere Infos findest du unterhalb des Videos. Ich freue mich natürlich auch, wenn du den Kanal abonnierst und diese Glocke da klickst, dann kriegst du regelmäßig, sobald, oder dann kriegst du sofort, sobald neue Videos hochgeladen werden, natürlich eine Info. In diesem Sinne, alles Gute, maximalen Erfolg. Wir sehen, hören uns im nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.